Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Herr der Ringe Return to Moria mit dem Game Bro und seinem sympathisch grimmigen Zwerg, dem Grimbart. Leute, beim letzten Mal haben wir die große Schmiede wieder in Betrieb genommen und haben uns somit in die Lage versetzt, Stahl zu produzieren. Wahnsinn. Leute, es geht gut voran. Darum habe ich mir für diese heutige Folge vorgenommen, den Eingang in die Minen zu öffnen. Das bedeutet, wir bauen uns eine Stahlspitzhacke, wir bauen uns die ersten Gegenstände aus Stahl. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Ich schaue mal kurz rein, wir können hier schon dreimal Stahl sammeln. Ich habe mir auch direkt eine zweite Schmelze gebaut, damit wir natürlich noch deutlich schneller vorankommen mit unserer Stahlproduktion. Super gut. Das läuft ja soweit schon mal ganz gut. Wir füllen noch mal alles auf. Und dann schauen wir mal, was wir uns bauen können. Kann ich mir jetzt hier denn schon die Stahlspitzhacke bauen? Na, aber selbstverständlich. Super gut. Wird hergestellt. Den Stahlhammer bauen wir uns auch direkt. Super. Und dann mal sehen, was ist das? Ersatzrohr, Ersatzzahnrad, Ersatzkurbel. Oh mein Gott, ich befürchte Schreckliches. Kann es sein, dass die Schmiede angegriffen und zerstört werden kann im Nachhinein? Ich bin mir nicht so sicher. Keine Ahnung, werden wir sehen. Wahrscheinlich werden wir öfters mal die Ersatzteile, die einzelnen Teile, die wir beim letzten Mal zusammengesetzt haben, reparieren müssen. Soll in Ordnung sein. Dann machen wir das. Alles so, wie es sein muss. Ich rüste mir schon mal jetzt den Stahlhammer aus und pack den anderen Krempel weg. Habe ich die Spitzhacke hier? Wo ist die Stahlspitzhacke? Ich sehe sie nicht. Sehr interessant. Ich dachte, ich hätte sie gebaut. Ich gehe nochmal rüber und guck mal. Vielleicht habe ich sie fallen lassen. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Das passiert mir gerne mal öfters. Das soll kein Problem sein. So, Spitzhacke. Stahlspitzhacke. Grad 2 herstellen. Komm. Im schlimmsten Fall haben wir uns vielleicht zwei gebaut. Nein, da ist sie. Bergarbeitersfreund. Wundervoll. Wir haben die Stahlspitzhacke. Dann packen wir auch dieses einfache Gerät hier weg. Ab in die Kiste damit. Wir bereiten uns doch ganz, ganz kurz vor. Bedeutet, wir kochen eine Kleinigkeit, nichts allzu Aufwendiges. Wir machen uns einen Bratapfel, damit wir gleich noch essen können. Wir schlafen gleich noch eine kleine Runde. So, Spitzhacke weg. Reparieren unseren Plunder, den wir hier haben. Einmal auf die Schnelle. Ab zur Reparaturstation. Wo habe ich denn dieses Ding gebaut? Ich glaube, das wäre hier. Ja, wir finden uns so langsam aber sicher irgendwann hier drin zurecht. Reparieren. Alles. Auch die Handschuhe bitte. So. Wie sieht das aus mit der Rüstung? Konnte ich nicht eine erweiterte Rüstung bauen oder kann ich das erst in der großen Schmiede? Vielleicht gehen wir dort auch noch einmal ganz kurz vorbei. Ich mache auf jeden Fall meine Taschen nochmal leer. Komm, das Pack weg. Holz, wie viel haben wir noch? Ein bisschen Holz sollten wir immer mitnehmen. Das ist ganz klar. Aber den Rest packen wir raus. Kohleeinlagen, dann Eisenerze. Ich denke, das ist alles in Ordnung. Schlappheit plagt uns. Wir essen jetzt noch einmal, weil wir schon hungrig sind. Machen uns noch einen Bratapfel oder einen Braten und legen uns dann schnell schlafen. So, aber wir schmeißen natürlich noch ein bisschen Plunder hinaus. Ich kümmere mich später darum. Ich glaube, wir können diese Edelsteine zermahlen und uns daraus Farben für die Rüstung craften. Auch eine ganz coole Geschichte. Gucken wir uns aber, wie gesagt, auf jeden Fall in Ruhe an. Eisenbarren packe ich auch erstmal hier rein. Wir machen später Ordnung, Leute. Das soll uns jetzt alles mal weiter nicht aufhalten hier. Äpfel weg, das weg. Haben wir alles gesammelt. Pfeile bauen wir uns gleich noch ein paar. Fackel sollte ich in die Tasche nehmen. Ja, Metallparts packe ich auch erstmal ein paar weg. Ein paar nehmen wir natürlich mit, damit wir uns Fackeln setzen können unterwegs. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt hau dich mal aufs Ohr. Tiefste Dunkelheit können wir nicht gebrauchen. Ich möchte den Tag haben. Ich möchte, dass es einigermaßen hell ist, zumindest hier oben. Später morgen, das ist doch perfekt. Hau dir nochmal einen Bratapfel rein. Und damit sind wir doch ganz gut ausgestattet. Wie sieht das denn aus? Moment, wo konnte ich nochmal meine Ausrüstung sehen? Die ich am Mann oder am Zwerg trage. Bitte schön, zieh an. Das Fleisch pack weg. Ich. Ja, ist ja gut. Wir nehmen uns mal ein bisschen was zu essen mit. Ich denke, wir packen uns ein paar Pilze ein, damit wir zur Not unterwegs was futtern können. Und dann geht's jetzt auch schon los. Leute, guckt mal. Wir haben beim letzten Mal oder vorletzten Mal auch ein bisschen an der Base gebaut. Wir haben zumindest schon mal Wände drumherum und Türen.
Auch hier werden wir uns noch weiter aufbauen. Ich denke, diese Station möchte ich ganz gerne über längere Zeit bewahren, dass wir immer wieder hier zurück können und von hier aus auch in die oberen Teile der Mine noch zurückgehen können. Wir haben nämlich noch einiges dort zu tun. Nicht nur hier, sondern auch in den anderen Teilen. Wir müssen noch die Statuen besorgen, die uns noch alle fehlen. Wir haben noch Statuen aufzubauen. Ja, ich denke, wir werden noch oft genug hier vorbeikommen. Dafür möchte ich aber ganz gerne zuerst den schwarzen Diamanten haben, beziehungsweise ein oder mehrere, mal sehen, wo wir die herbekommen können. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, es ist ein Drop von Mobs. Sagt mir da gerne Bescheid, wenn ihr das genau wisst, wo ich die herkriege. Und dann werden wir uns darum kümmern, schwarze Diamanten zu bekommen, um die Schnellreise zu aktivieren. Ja, ich will jetzt gerade nicht mit euch kämpfen. Und hier gibt es immer noch Kohle, die ich mir holen möchte. Alles klar. Aber nicht jetzt. So, auf geht's. Wir haben die Stahlspitzhacke. Tut dir nicht weh, mein Lieber. Und jetzt wollen wir doch einmal den Tunnel öffnen in die tieferen Minen. Und ich bin schwer gespannt, was uns hier erwarten wird. Leute, wer ist noch gespannt? Komm, mach auf das Ding. Feste Erde. Öffne uns einen Durchgang in die tiefen Minen Morias. Wunderschön. Wow. Da sind wir auch schon. We got Orks. Orks. Natürlich. Direkt werden wir hier von einem Begrüßungskomitee erwartet. Im Ernst? Ein Schlag und Blatt? Da kommt hier noch einer. Komm schon. Nimm das, du. Die halten ja gar nichts aus. Was haben wir denn hier? Ist das eine Kiste? Ist das Stein? Kann man das abbauen? Das sieht ja interessant aus. Ich schlag mal kurz drauf. Mal sehen, was das ist. Es geht kaputt. Ein neues Material. Kupfererz. Ja, super schön. Wir könnten hier Kupfer abbauen. Tieferes Vordringen, 50 XP. Geschichtsstein. Das wollen wir uns doch einmal anschauen. Die Minen von Moria. Die alten Minen von Moria gaben uns jahrtausende lang ihre Schätze preis und bescherten dem Zwergenkönigreich unter dem Nebelgebirge Wohlstand und Wachstum. Doch die Adern von Eisen, Silber und Kohle von Dunkinas verblassten gegenüber dem später entdeckten Mithril unter dem Karadras. Vielleicht ist es ein Glück, dass die alten Minen fast schmählich vernachlässigt wurden. So ist dort noch heute mehr als genug Erz zu finden. Okay, dann wollen wir uns doch hier gleich einmal ein bisschen umschauen. Zack. Aber vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wollen wir uns... Nein, wir gehen uns erstmal ein bisschen umschauen und dann möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal kurz zurück in die große Schmiede, um zu sehen... Wahnsinn, warum hält das denn hier alles so gar nichts aus? Oder sind wir einfach so stark geworden? Restaurieren. Uns fehlt Stein. Gab es hier nicht gerade hier vorne ein bisschen Stein abzubauen? Dann machen wir das mal. Ich möchte nämlich sehr, sehr gerne die Statuen relativ zeitnah einmal reparieren. Da wir dadurch neue Rezepte freischalten können. Um mal neuere Dinge zu bauen. Seht ihr, da habe ich mich gar nicht dran gedacht, als ich meine Steine ausgepackt habe. Der Stein sollte man immer dabei haben. Komm, hau rein. Ich habe das Gefühl, das geht mit der Stahlspitzhacke doch deutlich schneller. Sehr gut. Dann haben wir einen großen Zeitfresser doch ein bisschen entschärft. Wobei ich das zwischendurch immer mal ganz gerne mache. So, wie viele Steine haben wir? Wir haben 34 Steine. Das sollte doch für diese kleine Statue reichen. Auf geht's. Reparieren wir die erste Statue in den Minen. Nein, Spinnen! Ich hasse Spinnen! Nein, weg! Wow! Lass mich in Frieden, du! Ekliges Viehzeug! Ich mag keine Spinnen! Leute, ich mag in echt keine Spinnen. Das ist das für mich unnatürlichste Getier auf Erden. Oh. Nein, noch eine. Oh, da kriege ich sofort Gänsehaut. Da kann ich ganz wenig mit anfangen, Leute. I need a better weapon for this. Ja, ich denke auch. Na gut, wenn ich eine bessere Waffe benötige, dann gehen wir halt wieder. Komm, wir kommen später zurück. Oder?
ich kann euch doch trotzdem platt machen. Hm? Mit Pfeil und Bogen geht das auf jeden Fall schon mal einigermaßen. Treffe ich dich nicht? Schlag sie. Schlag sie, Erwin. Widerlich. Einfach nicht schön. Das Spinnenfreunde wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Aber das ist... bekomme ich ganz tolle Gänsehaut. So, ich gehe nochmal zurück und guck mal jetzt doch in die Schmiede, ob wir uns da was Besseres für bauen können. Ich sollte mir auch was zu essen mitnehmen, was mir Lebensenergie regeneriert. Aber ich weiß immer noch nicht wirklich, wie kann ich meine Mahlzeiten, die ich mir koche, mitnehmen. Da bin ich auch noch ein bisschen überfragt und da würde ich ganz gerne mal auf eure Hilfe zurückgreifen, wenn ihr das wisst. Falls mir irgendjemand sagen kann, wie ich meine Nahrung, die ich mir koche, mitnehmen kann, das wüsste ich halt zu gerne. Stellen die Äpfel Lebensenergie wieder her? Nein, auch nicht. Auch das nicht. Ansonsten muss ich gleich nochmal kurz zurück was kochen. Aber das wäre ja blöd. Für jedes Mal, wo ich ein bisschen was an Lebensenergie regenerieren will. Es gab doch Kekse und... Leute, ich habe die doch alle entzündet gehabt, die Fackeln. Warum brennt ihr denn nicht mehr? Anscheinend erlöschen die nach einer Zeit. Interessant. So, dann lasst uns noch mal sehen, was wir uns hier herstellen können. Wir können irrigierenden Speer machen. Dank elbischer Technik ist die Bronzespitze dieses Speers einzigartig im zwergischen zwergischen Rüstungskammern. Gut für schnelle Angriffe auf Einzelziele, schwere Angriffe durchführen, um einen kräftigen Stoßangriff auszuführen. Ja, das ist klasse. Aber ich brauche für alles Bronzebarren. Das ist natürlich ungünstig. Die habe ich nicht. Das heißt, ich muss mit meinen relativ einfachen Waffen und mit meiner einfachen Rüstung weiterziehen. Erstmal. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Aber ich brauche auf jeden Fall Dinge, die mich heilen können. Vielleicht craften wir uns mal eben schnell ein paar Pfeile. Leute, das machen wir. Ich nehme euch einmal kurz raus, gehe zurück nach Hause und nehme euch dann wieder mit rein, wenn ich die Pfeile gecraftet habe und mich regeneriert habe. Bis gleich. So, ich nehme euch gleich wieder mit rein. Die nächste Belagerung steht an. Ich hoffe, dass es hier bei mir ist. Jawohl. Greift ruhig meine alte Butze an. Das ist mir relativ egal. Die wollte ich eher abreißen. Ein neuer Abrissgrupp der Goblins ist da, um mir tatkräftig voranzugehen, damit ich nicht alles allein abreißen muss. Nichtsdestotrotz wird das nicht kampflos geschehen. Also, zeigt, was ihr könnt. Und kämpft. Eigentlich sollte ich euch wirklich mehr arbeiten lassen und euch weniger verkloppen. Ich warte mal ein bisschen. Mal gucken. Ist noch jemand da? Ja komm, hau doch mal gegen die Wand, Leute. Ich möchte das doch eh nicht mehr haben hier. Ach, ich kann das nicht einfach. Ich muss euch einfach verkloppen. Ich verkloppe euch doch so gern. Schade, schade. Ich reiß das lieber alleine ab. Aber noch sind ja ein paar da. Leute, wir haben gar nicht so viel Lebensenergie am Start. Also nicht ins Gras beißen, lieber Grimbart. Blocken, kloppen. Bächen, hacken. Ich wollte doch mal gerne einen schweren Angriff ausführen. Aber ich habe zu wenig Lebensenergie für solche Experimente. Stirb! Goblin! Oh Mann, das war eng. Das wird... Okay, ganz schön ungünstig. Ungünstig. Habe ich hier noch irgendetwas liegen, was ich benötigen könnte, um mich zu heilen? Nicht so wirklich. Aber wir nehmen das trotzdem mal mit, alles, was hier liegt. Das liegt hier ja relativ umsonst. Belagerung zu Ende, dann stirb doch du, dieser kleiner Wicht. Gut, das haben wir so gerade eben überlebt. Aber wir haben es überlebt. Das ist das Wichtigste. Machen wir wieder ganz alles. Weiter geht's. So, da wollte ich noch mal kurz zurücklaufen, um mich auszurüsten und mich zu heilen. Und dann kommt so etwas. Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde den restlichen Weg erstmal aufs Spiel machen. Und dann nehme ich euch gleich wieder zu.
So, meine Lieben, da sind wir schon in unserer schönen Behausung angekommen. Alles klar, wir werden jetzt einmal kurz nochmal Dinge einlagern, ein bisschen umräumen, schnell was zu essen kochen. Ich packe mir einfach mal von allem ein bisschen was ein, weil ich die Rezepte noch gar nicht so auswendig kenne. Ein Seil haben wir gefunden. Ja, fein. Mal gucken, was wir daraus später machen können. So, das brauche ich jetzt sicherlich dafür nicht. Oh, Kupfererz. Ja, komm, das kommt weg, weg, weg. Waren brauche ich jetzt hier auch an der Stelle erstmal nicht. Ich möchte jetzt erstmal was kochen und zwar was Vernünftiges. Schauen wir mal, was es in der Kirche gibt. Wir können einen knackigen Salat machen. Kohl hacken und in die Schale mit Blumen und Früchten mischen, essen und leben und viel Energie wiederherzustellen und sich kurzzeitig satt fühlen. Machen wir? Kann ich eigentlich... Ich kann gar keine unterschiedlichen Dinge machen. Okay, schade. 1 Minute 34, das dauert natürlich ein bisschen. Gut, ich packe den Rest Nahrungsmittel mal wieder weg. So. Ein bisschen Fleisch lasse ich noch in der Tasche, damit ich gleich noch etwas Fleisch braten kann. Weil wir legen uns gleich auch wieder hin. Die Nacht ist nämlich am Start und wir möchten ja ausgeruht weiterziehen. So, das Essen ist bereit. Aus dir rein. Schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. Also, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Dass das so sein soll. Verarbeitet. Kohle. Mahlzeit. Ja, egal. Ich brate mir nochmal schnell was. Wobei, eigentlich sind wir ja satt. Und zufrieden. Und können direkt losziehen. Dann geht's doch mal wieder weiter. Wir haben die tiefste Dunkelheit am Start, Leute. Und wir haben Wölfe. Ich will keine Wölfe. Ich mag keine Wölfe. Die gehen mir so ziemlich auf den Sender. Also versuchen wir mal, die Wölfe zu umgehen. Immer deine Fackel. Ich habe auf dem Weg hierhin gerade auch noch ein bisschen Stein aus der Mine geklopft. Das heißt, wenn wir hier an einer Statue vorbeikommen, könnten wir direkt mal eine Statue reparieren. So. Kommt, lauf, Zwerg. Wahnsinn. Seid ihr dabei? Sag mal, ich muss einmal ganz kurz kontrollieren. Ja, die Aufnahme läuft. Nicht, dass ich wieder vergesse, die Aufnahme zu starten. Das wäre eine Katastrophe. Es ist nicht unbedingt so mega dramatisch, dass man vielleicht ein bisschen Content hier verpasst. Aber es geht mir halt auch immer wieder Zeit verloren, die ich zum Aufnehmen benötige. Meine Zeit ist relativ begrenzt. Und darum ist es immer sehr schade, wenn eine Aufnahme nicht funktioniert. Weil ich dann einfach eine Folge weniger produzieren kann. Im Moment funktioniert das einigermaßen. Ich komme ganz gut zurecht. Ich versuche täglich eine Folge Return to Moria für euch bereitzustellen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich kann halt nicht viele andere Folgen zwischendrin machen. Im Moment fokussiere ich mich auf Moria. Und dann schauen wir mal, was wir weitermachen, wenn andere coole Titel kommen. Was ist das denn? Gespräch wiederholen. Of Moria. Okay, witzig. Also können wir hier das bisschen Gesabbel immer wieder neu abspielen. Schön. So, jetzt bitte aufpassen. Ich habe vergessen, mir Pfeile zu machen. Ist nicht so dramatisch. Vielleicht. Aber drei von diesen miesen Spinnen hier. Vier! Alter, das sind ja immer mehr. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Es können ja nicht überall nur so ekelhafte Spinnen rumlungern. Können wir eigentlich auch Leitern klimmen? Benutzen. Jawohl. Schade, das hätte man besser lösen können. So wie bei Enshrouded, wo ich einfach auf die Leiter zugehe. Aber gut, das sind Designentscheidungen. Da muss jeder überlegen, wie er das für sein Spiel umsetzt. Okay, hier könnten wir uns sicherlich irgendwie hochbauen. Möchte ich jetzt gerade gar nicht so unbedingt machen. Was machen wir denn jetzt hier? Wir hacken hier mal ein bisschen was ab. Vielleicht kriegen wir Kupfer zusammen. Stein. Und Eisen. Ja, nimm mit. Komm. Können wir alles gebrauchen. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir so finden. Einfach, wir schauen uns ein bisschen um. Wir nehmen so viel mit, wie wir können. Und einfach mal einen ersten Eindruck von diesen Minen bekommen.
Das ist mir jetzt gerade so mein Anliegen. So, gehen wir auf. Dann auch schön, dass wir uns einfach irgendwo eine Plattform dran nageln können, um andere höhere Bereiche zu erklimmen. Gefällt mir gar nicht so schlecht. Gute Idee. Manche Designentscheidungen finde ich total gut. Manche, ja, weniger. Aber insgesamt finde ich, ist das schon ein stimmiges Spiel. Und ich mag das. Ich mag Zwerge, ich mag Herr der Ringe. Was haben wir denn hier? Nur was zum Kaputtschlagen. Ist in Ordnung. Bekommen wir was Besonderes? Holz. Okay. Ja, okay. Gut. Stein. Hier kommen wir anscheinend ohne weiteres nicht weiter. Hier müssten wir uns sicherlich rüberbauen. Ist die Frage, ob sich der Aufwand jetzt lohnt, zu diesem Haus zu klettern oder ob es vielleicht auch einen anderen Weg gibt. Also bevor ich jetzt viel Zeit investiere, schaue ich mich erstmal da um, wo wir ohne zu klettern hinkommen. Und solche Ausflüge können wir dann in einer gezielten Runde ein andermal machen. Ach, das sieht ja schon stark aus, Leute, hier. Wenn ein bisschen Licht durch die Decke bricht. Aber ich denke, solche Anblicke werden sicherlich nach und nach weniger werden. Je weiter wir uns in die Tiefe vorwagen. Ich höre schon wieder ein seltsames Getrappel, das mich an Spinnenfüße erinnert. Wie? Dich habe ich doch gerade erst weggekloppt. Bist du wieder respawned? Wollen wir nicht stören. Guck mal, können wir ja gebrauchen. Na gut, ihr trappelt genauso wie diese miesen Spinnen. So, nehmen das mit. Ich möchte euch kleinen, lieben, kleinen, miesen Rattenwesen am besten nicht auf die Mütze kloppen. Habt ihr Pilze? Überreste? Ein sehr, sehr schön großes Vorkommen. Wollen wir da mal ein bisschen was von mitnehmen? Wir haben noch Platz in den Taschen. Wir nehmen ein bisschen Kohle mit. Kohle ist sowieso relativ Mangelware bei uns. Und Stein können wir ohnehin gebrauchen. Wow, das ist eine coole Lage. Ich mag den singenden Zwerg. Bam, badam, bam, bam, badam. Schnapp die Stein und hole alles. Nimm das mit nach Haus. Können wir uns hier einmal ein bisschen die Taschen voll machen. Aber ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, dass wir insgesamt vielleicht die alten Bereiche, die oberen Bereiche nochmal erkunden sollten, um diverse Rezepte freizuschalten, die ich noch benötige, um mich vielleicht ein bisschen besser auszustatten. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bräuchte noch eine bessere Rüstung. Bis jetzt haben wir nur die Handschuhe. Da muss ja noch deutlich mehr zu finden sein. Ja? Trifft doch. Schön gemacht. So. Nimm die Kohle mit. Ach, das hat sich doch gelohnt. So, geht's hier noch weiter oder müssen wir wieder umdrehen? Das geht so tief hinab hier. Da wird mir ganz Angst und Bange. Wo können wir denn da am besten runterkommen? Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Guck mal, deine Fackel, die ist auch nicht mehr gut. Die wird nicht mehr lange halten. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja Holz dabei. Wir können uns neu bauen. Was ist denn das? Westliche Minen. Okay. Da kommen wir nur hin, wenn wir gegen die Spinnen kämpfen. Und ich habe keine Pfeile mehr. Soll ich es noch einmal versuchen? Sollen wir das noch einmal versuchen? Kann ich diese blöden Giftangriffe irgendwie sinnvoll abblocken? Da kommt doch mal her, ihr blöden Spinnen. Wenigstens eine von euch. Ich möchte nicht gegen viel gleichzeitig kämpfen. Aber eine? I need a better weapon for this. Ja, macht doch nichts. Auch mit schlechten Waffen kannst du eine Spinne kaputt kloppen. Und das konnten wir auf jeden Fall blocken. Ach komm. Ich weiß noch nicht, ob ich die... Ja, komm, komm, komm. Jetzt haben wir doch eine hier ein bisschen rausgelassen. Oh, ich hasse Spinnen, Leute. Ich hasse sie wirklich. Ich habe Gänsehaut. Hallo, halt mich um, du blödes Vieh. Ja,
Da haben wir doch eine erlegt. Gut, und die Spinnen geben uns diese komischen Seile. Ja, so viele. Leute, das werden ja immer mehr. Werden das auch mal weniger? Och, guck mal, die schaden sich gegenseitig. Ach, wie schön. Danke, dass ihr mir helfen. Das sind ja wirklich mega viele hier. Noch eine? Wie viele wollt ihr denn noch sein? Also so mega... 3 Stück noch. 4. Ist doch nicht euer Ernst. Also gut, mein Schild schützt mich zumindest ganz gut vor diesen Biestern. Noch 2 weg. Komm, die letzte. Oh, ekelhaft. Leute, Gänsehaut. Ich will keine Spindel ins Spiel. Schickt mir Drachen auf den Pelz. Löwen, Bestien, Monster, Zombies, aber auch keine Spindel. Gift, ich bin vergiftet. Das ist nicht so schlimm. Boah, ekelhaft. So, geschafft, wir leben noch. Sammelt alles ein. Reparier diese Statue. Fleisch. Spinnenfleisch, im Ernst? Oder haben wir aus Versehen so eine Ratte gekillt? Eroberer Kettenpanzer. Wunderschön. 1 von 2. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein Fragment. Ah, verdammt. Ich habe gehofft, wir könnten jetzt was Neues bauen. Aber hier oben steht ja direkt noch eine Statue. Würdest du mir eventuell den zweiten Teil davon geben? Das wäre natürlich äußerst freundlich von dir. Komme ich hier irgendwie so hoch? Oder muss ich ja was bauen? Ja, geht. Boah, widerlich. Bin. Ich hasse es. Eroberer Stadtwachenhelm. 1 von 2. Oh Mann, da muss ich noch einiges machen, damit ich hier was Neues kriege. Gut, wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. The mines of Moria. What a shame to have left all of this ore behind. Ja, tatsächlich. Eine Schande, dass ihr das alles hier liegen lassen habt, Leute. Ich bin von dieser schieren Höhle wirklich begeistert, von dieser Ausmaßen, aber es erschreckt mich auch ein bisschen. Wir gehen mal hier unten lang und schauen mal vorsichtig, was hier noch so alles auf uns wartet. Stark, das sieht echt gut aus. Also mir gefallen die Höhlen bis jetzt wirklich gut. Wollen wir das alles kaputt kloppen? Da fällt mir schon wieder ein, dass ich viel zu wenig Fackeln baue. Wir brauchen doch Licht, Leute. Diese Dunkelheit vermürbt uns auf Dauer. Was haben wir hier? Holzlager. Deck mal ein, das nehmen wir alles mit raus. Wie viel Platz haben wir noch in den Taschen? Noch ausreichend. Eine Reparaturstation. Dafür brauchen wir einen Eisenbahn. Aber ich denke, den nehmen wir uns beim nächsten Mal mit, wenn ich es nicht vergesse. Packen wir uns das nächste Mal einen Eisenbarren mit ein und reparieren uns hier unten die Station. Eventuell wäre das auch keine schlechte Idee, sich hier schon mal ein bisschen aufzubauen, ein Bett zu bauen, damit wir hier auch respawnen können, wenn was passiert. Und nicht den ganzen weiten Weg laufen müssen. Ich denke, das werde ich einmal kurz tun. Wenn ich die Materialien dabei habe, baue ich uns hier kurz eine Feuerstelle auf. Und ein kleines Bettchen. Komm, packst dir hin. Und leg dir auch ein Bettzeug aus. So, das bedeutet, wenn wir jetzt hier... Na? Ich möchte eigentlich nur das hier wegnehmen, richtig? Schlafen wollte ich eigentlich nicht. Aber ist in Ordnung, wenn du müde bist, gönn dir ruhig nur mit zu schlafen. Jetzt haben wir natürlich nicht so viel zu essen da. Außer Pilze. Aber ist ja okay. Soll für den ersten kleinen Hunger auch mal reichen. Nahrung. So, ich denke, wir gehen dann mal langsam weiter. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben ein Bett. Ein Tisch. Sollte ich noch einen Tisch hinstellen, falls wir uns hier was kochen möchten? Schadet ja nicht. Und kostet ja auch jetzt nicht so viel Zeit. Aber ein bisschen ordentlich. Ein bisschen noch. Supi. Na? Was machst du da?
Wir haben doch sicher was dabei, was wir uns kochen können. Pilzeintopf. Stellen wir uns hier mal einen hin. Und wenn wir gleich zurückkommen, dann können wir noch was futtern. Okay, das sieht nach Sackgasse aus. Bedeutet für mich, hier befinden wir uns in einer kleinen abgelegenen Sackgasse, die wir sicherlich gut zumachen und verteidigen können. Aber das mache ich nicht jetzt. Wir machen uns hier mal eine kleine Standortmarkierung hin und nennen das, was machen wir da mal für ein Bildchen? Lagerstätte. Mine. Oder. Ja, so kann man es doch markieren. Dann wissen wir beim nächsten Mal, was es ist. So, und weiter geht's. Und ich weiß immer noch nicht genau, wo es hinabgeht. Steine mitnehmen. Wo wir jetzt genau exakt nach unten kommen. Vielleicht sollte ich einfach hier runter. Die Frage ist nur, wo kommen wir dann wieder hoch? Also irgendwo einfach hinabspringen möchte ich ungern machen. Wir könnten ja einmal hier oben... Ne, da war ich schon. Ich gehe einmal die Leiter hier hoch und schau, was es hier oben noch zu finden gibt. Ja, du bist echt ein ganz schön langsamer Kletterer. Das habe ich schon schneller gesehen in anderen Spielen. Also schäm dich mal ein bisschen. Vielleicht sollten wir uns hier ein wenig den Aufstieg komfortabler ausbauen. Also ich weiß ja nicht, Leute. Ob es Sinn macht, sich hier irgendwo rüber zu bauen. Aber ich glaube, dass das, was wir hier an Böden bauen, nicht so stabil ist. Schnellplattform, großer Balkon. Ach, schaut mal, was wir alles gelernt haben. Quadratischer Rahmen, schmale Plattform, kleiner Balken. Na, kleine Plattform, kleiner Balkon. Das heißt, wir können jetzt... dreh das mal. In der Nähe einer Feuerstelle bauen. Na klar, es ist eher dazu gedacht, sich Häuser zu bauen, gehe ich mal von aus. Aber die Schnellplattform können wir doch hier anbringen. So. Wir können es ja theoretisch mit der Schnellplattform eine Brücke bauen, aber ich weiß nicht. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ah, hier zeigt der Rot an. Das bedeutet, Rot ist nicht mehr stabil. Das ist noch grün. Grün. Aber um mich hier komplett rüber zu bauen, reicht es nicht. Das muss wahrscheinlich irgendwie unterstützt werden. Puh, keine Ahnung, ob das irgendwie möglich ist, dass wir uns hier Brücken bauen und uns hier rüber bauen. Möglicherweise, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie genau. Schaut mal, wenn ich eine Leiter hinabsteigen will, dann läuft das so, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe auf die Leiter zu und zack, laufen wir runter. Schöne Sache. Ach, pass auf, wo du runterfällst, mein Lieber. Stark. Okidoki. Nein, die Spinnen sind wieder da. Wie schnell respawnt ihr denn? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ist ja schrecklich, eklig. Wie gesagt, ich muss dringend mehr für Beleuchtung sorgen. Ich habe immer noch keine Idee, ob die Beleuchtung Monster-Spawn verhindert. Weiß ich nicht. Aber wir kennen das ja aus Spielen wie Minecraft. Da ist das halt so. Und vielleicht gibt es hier ähnliche Mechaniken in diesem Spiel, die einen gewissen Lichtlevel voraussetzen. Ich probiere das einfach mal aus. So, dann was soll das? Soll es das jetzt erstmal für den ersten kleinen Ausflug in die Minen gewesen sein? Wir haben hier oben ja auch noch einiges zu tun. Und ich denke, wir bereiten uns noch ein bisschen besser vor. Bauen uns vielleicht noch ein paar Rüstungen. Ich gehe nochmal die ganzen alten Minen ab. Die oberen Minen, nicht die alten sind ja quasi die tiefen, sorry. Gehe die ganzen Minen nochmal ab und schau, dass ich die Statuen repariere. Sagt mir gerne, ob wir das gerne zusammen machen möchten oder soll ich das alleine im Alleingang machen, damit wir ein bisschen Zeit sparen und uns weiter hinabwagen können. Ich richte mich da sehr gerne nach euch. Ansonsten machen wir das zusammen, gemeinsam. In diesem Sinne war eine kurze, spannende, interessante Folge. Der erste Eindruck der Minen, den ersten Eindruck der Minen haben wir gewonnen.
Ja, ich finde es cool, ich finde es spannend, ich finde es sehr interessant und ich freue mich auf mehr. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, helft meinem kleinen Kanal zu wachsen, wie gehabt, kommentiert fleißig meine Videos. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.